So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bohren, bis das Zeug hält. Was mir noch einfällt, wir bräuchten vielleicht auch noch mehr von diesem Zeug hier, ne? Wie sieht es eigentlich aus mit unserem Vorrat an Cleanstone? Soll ich da auch gleich mal was in die Öfen schmeißen? Ach, da haben wir noch ein bisschen. Gut, dann ist da ja alles in Ordnung. Aber weißt du was? Wir haben zwar viel, aber mehr ist besser. So. Und so viel Cobblestone, wie wir haben, können wir hier ruhig mal eine Ladung reinschmeißen. Hey, warum habe ich jetzt so viele? Ich habe doch gerade mal fünfmal raufgeklickt. Ach, ja, wir bauen doch die ganze Zeit Cobblestone gerade ab. Ich bin auch bescheuert. Ja, siehst du, da war sowieso massig Cobblestone. Haha. Das war jetzt so. So. Okay. Ja. Wir bauen hier auch gerade extrem viel ab, ne? So, weiter im Text. Genau. Bist du der, der die ganze Zeit so rumgestöhnt hat? Das könnte hinkommen. Voll Idiot. Wir sollten hier vielleicht ein bisschen mehr Licht drin machen. So ungefähr. So, hier weiter. Ich weiß gar nicht, wie tief wir runter müssen. Halt. Hä? Nee, wir müssen noch eins weiter. Oh, hier ist, wir sind hier. Wir müssen hier noch eins weiter. Verdammt. Spitz. Achso, Spitzachse ist gerade in der Maschine. Da kannst du auch gleich rein. Tu uns mal raus. Unser Inventar ist so voll. Warum diese? Schmeißt mal hier ordentlich was rein hier. So. Gut, bringt jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Kann ich auch gleich. Ich schmeiß die Scheiße mal hier rein. Verdammt. Dann so. Und so. Und so. Und so. Und da. So. Schon sieht unser Inventar wieder ein bisschen leerer aus. Wir können auch ein bisschen was davon wegpacken, ganz ehrlich. Die ganzen Stahlbarren, die ganzen Mineralienbarren brauchen wir eh nicht mehr. So, das kann weg. Zinn brauchen wir, glaube ich, noch. Die brauchen wir auch nicht mehr. Never mind. Aber ganz ehrlich, Zinn können wir wieder. Wenn ich wüsste, warum wir das. Ich muss mal meine alten Videos mal angucken. Gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe, was wir damit machen wollten. Das Einzige, wozu mir einfällt, dass wir ganz viel von dem Zeug brauchen, ist diese Gehäuse. Ne, da hatten wir ja hier, ne? Die Dinger. Aber warum brauchen wir davon so viele? Vor allen Dingen, hier brauchen wir nur ganz viel Gusseisen, aber nicht so viel Messing. Aber wir haben auch massig Messing. Was habe ich da gemacht? Weiß ich nicht. Kann ich echt nicht sagen. Kann ich gerade echt nicht sagen, was mir da schon wieder durch den Kopf gewandert ist. So. Genau, wir müssen hier müssen wir jetzt erstmal abbauen. Ach so, siehst du, einfach müssen wir auch noch, weil wir uns unter die Decke rein. Oh Gott. Oh, Alter, ich hab. Oh, ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Na, hoffentlich fällt uns nicht wirklich Wasser da auf den Kopf. Ich glaube, sowas wie die Steine da oben wegnehmen, den Sand, wird uns direkt. Ja, gut, das war ja. Ist das schon wieder Monster? Ah, nee. Ah, nee, okay, das ist die Anlage. Dachte, ich hab da gerade schon wieder Monster gesehen. So. By the way, können wir hier dann eigentlich auch gleich, dann nämlich die Steine reinsetzen.
Weil da kommen wir ja später dann auch sonst wieder nur schwer ran an das Gebiet hier. Weil halt so hoch ist. So, ne? Macht ja Sinn. Natürlich haben wir den Bohrer nicht mitgenommen. Haben wir noch die? Genau, die ganzen Steine haben wir jetzt alle. So, die brauchen wir nämlich jetzt auch gleich. Wobei es wahrscheinlich noch viel zu wenig sind. Egal. Du kannst mal nach da. Wir haben so viel Scheiße. Ja, hier haben wir noch mehr Zinnblöcke. Was zur Hölle? Oh, ich muss erstmal hier. Du nach da. Weg mit dir. Dich können wir behalten. Jetzt haben wir hier so ein Wassereimer. Egal. Da. Scheiße hier. Tisch brauchen wir erst später, wenn wir wieder die RKWs bauen. Brauchen wir sogar noch mehr davon. Aber egal, brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, Steine. Wie viel Klinkern haben wir schon? Na, ein bisschen. So. Können wir daraus nämlich direkt schon wieder hier Blöcke machen. So, weg mit dir. Bam, 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 bam. I don't know, weiter rum. So, her damit. Du bist auch schon fast voll. Ist hier jetzt gerade was drin? Ne? Ja, gut. So. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier uns umerwartet. Ach so, halt, nee, wir müssen ja immer noch eins in die Richtung führen. So. Ich glaube, ich mache mal hier zu, ne? Okidoki. Dann können wir jetzt endlich mal anfangen, hier um die Decke zu machen. Wofür wir halt actually noch mal eins hören müssen. Ich habe irgendwie Angst. Ach, okay, nur Sand. Gut, hier hinten die Reihe, die brauchen wir nicht. Genauso wie hier die Reihe eigentlich auch nicht. Das heißt, wir könnten eigentlich sogar so hier arbeiten. Voilà. Perfekt. Just perfekt. So. So, den brauchen wir gar nicht. Danke. Das lassen wir jetzt mal. Genau, das heißt, hier wird es genau von der vorhandenen Mauer um 4 länger. Passt also alles. Perfekt. Dach ist auch drinne. Schwerkraft ist auch drinne. Gut, da sieht es doch ganz gut aus. Mehr brauchen wir hier auch erstmal nicht. Haben wir Schippe dabei? Ja.
Weil bei der Mauer können wir uns später einfach hocharbeiten. Das ist kein Problem, das unten zu machen. Das ist natürlich schon eher ein Problem. Ach doch, komm mal. So, jetzt können wir uns später einfach hocharbeiten. Das ist also auch kein Problem. Was jetzt eher ein Problem ist, genau, hier unten müssen wir jetzt noch zweimal nach unten. Beziehungsweise eigentlich nur einmal, weil hier ist ja Cleanstone. Das heißt, dann müssen wir bloß wegmachen, wenn da kein Cleanstone ist. Dann müssen wir dann an der Stelle dann mit Cleanstone ersetzen. So wie hier zum Beispiel, ne? Mit dem, sag schon, mit der Kohle. So, das war's. Fundament. Erfolgreich Verbreiter. Sehr geil. Und wir müssen nur einen einzigen Block ersetzen. Cool. Ah, das ist System. Ja, ist doch ganz praktisch, dass wir das sogar schon drei dabei haben. Verdammt! So. Voila. Achso, das heißt, die müssen ja auch weg. Weil das ist ja, wenn die später auch im Gangbereich. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Gute Frage. So, auf jeden Fall. Die hier können eigentlich weg. Die waren ja noch nie wichtig. Wichtig sind bloß die drei, damit man da von hier, ne, weil man die sieht man da, von hier aus denn, ne? Deswegen sind die wichtig. Das heißt, an der Stelle, wo das Fenster ist, die vier. Müssen auch wieder. Ein, zwei, genau, zwei hoch. Daran. Ne, hier unten ist die ganz normale Wand. So, und da dann noch die Fahrt davor von der Treppe hier. Achso, wenn ich jetzt abbaue, wird daraus wieder Cobblestone, ne? Ach, scheiße. Ja, Cobblestone. Und das Blöde ist, die Dinger kann man nicht einfach in den Ofen werfen. Da musst du erst wieder normale Blöcke draus machen, damit du dann aus den normalen Blöcken dann wieder diese Cleanstone-Schrägen machen kannst. Das ist so dumm. Ich meine, ich kann es ja mal probieren. Sie sind natürlich gerade alle in Benutzung. Leg mich am Arsch. Ja. Da passiert nichts. Bullshit. Warum sieht so offen hier? Kein Wunder, dass die ganzen Monster reinkommen. Ist das zum Kotzen. Gut, dann, ja. Brauchen wir auf jeden Fall nochmal Cleanstone. Warum arbeiten. Ach, weil schon wieder Nacht ist. Och Mann, ey, das ist doch zum Kotzen. Ich will mein AKW zurückhaben. Money. Danke. So. Schmeiß mal die Öfen wieder voll hier. Bam. 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 So. Klingt so. Machen wir hier erstmal ein bisschen Licht hin. Ist so dunkel hier. Weißt du was? Wir ziehen erstmal die Wand rein. Bevor wir hier irgendwie. Macht sich einfach besser. In der Reihenfolge zu arbeiten. Haben wir wirklich hier keine Wand? Achso, weil wir das von da oben aus eh nicht sehen, ne? Wahrscheinlich hier unten auch keine Wand, letztendlich. Eigentlich kann, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ab hier
Genau. Immer zwei Blöcke weg. Hier kann alles weg. Und ja, hier kann eigentlich auch alles weg. Lol. Tada. Ja gut. Ach so, brauchen wir die Säge für. Na, scheiße. Säge. Oh. Ja gut. Die, wow, die müssen ja schon Kalk angesetzt haben, solange wir da drinnen waren. gib mir mal das. Und ganz ehrlich, einmal das, einmal das. So, Rest ist völlig egal. Ich kann mal wieder rekombinieren. Ist jetzt viel zu viel, aber ist mir völlig egal. Haben wir noch unser schönes Replacement-Tool dabei? Perfekt. Dankeschön. Du kommst dahin und dahin, dahin. Und du kommst dahin, dahin und dahin. Und du kommst dahin. Und du kommst dahin. So, perfekt. Schon so eine schräge. Ja, perfekt. So, du kommst so hin. Jetzt ist die Frage. 1, 2, 3, 4. Die Frage ist, lasse ich jetzt die Schräge direkt hier runter und ist es einfach hier ein bisschen flach? Oder verschieben wir die Schräge nach außen, sodass die Ebene hier oben einfach breiter ist? Ich wäre tatsächlich fast für Zweiteres. Das heißt, die hier kommen auch erstmal weg. Müssen wir die natürlich auch alle umsonst. Geil. Aber gut, ist halt so. So, wollen wir mal hier. Du kommst nach da. Und du kommst nach da. Weißt du was? Gib mal hier ein bisschen Cobblestone. Verdammt! So, du nach da. Du nach da. Und dort, ja, das war's eigentlich. Das heißt, den Rest können wir direkt wieder rekombinieren. So, machen wir jetzt. Hier, ich würde hier tatsächlich wirklich einfach den Stein hinmachen, ne? Ja, doch. So. Genau. Warum haben wir eigentlich den Stein genommen und nicht auch diesen glatten Stein? Beziehungsweise, warum haben wir denn hier den glatten Stein genommen und nicht den Stein? Ich habe keine Ahnung. So, im nächsten Schritt muss jetzt die Mauer nach außen verschoben werden. Und das ganze Scheiß dann auch nochmal auf der Seite. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Gut, machen wir erstmal hier die Mauer vollständig. Danke dafür. Danke dafür. Oh, leck mich doch am Arsch. Auch leck mich doch am Arsch. Lecken Sie mich doch am Bauch. Hier fehlt auch noch einer. So. Genau. Gut, ja, was hier wirklich abgeht, keine Ahnung. Ich mache hier auch einfach mal ein paar Steine rein. So. So und so. Ja, genau, schon ist die Auswand fertig. Picobello. Haha. Gut, jetzt müssen wir wirklich bloß noch die Wand nach da verschieben und dann ist das die Seite schon mal fertig. Aus, abgesehen von der Beleuchtung. Wir müssen. Ja,
Der Raum hier ist nicht richtig beleuchtet. Der Raum, den wir hier, also da unten der Raum mit den Zentrifugen ist nicht richtig beleuchtet. Meine Anlagenerweiterung oben mit der Verarbeitung ist nicht richtig beleuchtet. Digga, was mit unserer Beleuchtung los hier? Ist ja ein Trauerspiel. Gut, hier. Erstmal unten eine ganz normale Reihe hin. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam. Auf die Reihe kommen jetzt hier diverse halbe Schrägen rauf, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt müssten die genau noch 2, genau. Oha, das ist aber ein tiefer Fall. Autsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt brauche ich diverse Schrägen. Gut. Ich mache mal direkt ein bisschen Cleanstone. Was mache ich hier gerade? Ich wollte hier an. Habe ich jetzt was rausgenommen? Habe ich nicht. So. Cleanstone kann nie schaden. Deshalb machen wir da jetzt einfach mal noch einen ganzen Satz voll Scheiße rein. Nein, ganz wenig Cleanstone. Oh mein Gott. Ah, siehst du, können wir auch gekriegt kombinieren. Hey, wieso fehlt hier einer? Warum fehlt hier eine kleine Schräge? Müssten noch genauso viele kleine Schrägen gewesen sein wie große Schrägen. Hä? Habe ich irgendwo was vergessen? Gut, ich glaube mal, wir werden es eh nie wiederfinden, sagen wir mal ehrlich. Der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Oh ne, ist weg. Ach! Ah! Oder auch doch nicht. Tada! Nice! Bam. Ja, was auch immer. So, wir brauchen jetzt erstmal wieder das, das, das und das und ungefähr alles. Und das ungefähr alles. So, und dann müssen wir daraus erstmal ein paar Schrägen machen. Ich glaube, da haben wir einen echten ganzen Sack voll. Warum ist das Ding auf 64 eingestellt? Was ist hier los? Stellen wir Ding lieber auf eine. Egal, wir lassen einfach mal 64. Whatever. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Ding auf 50 einstelle oder auf 98, also irgendeine logische Zahl. Ne, 99 wäre blöd, weil geht da bei den meisten dann ungerade hier auf. I don't know. Egal, wir lassen einfach auf der 64. Hat schon einen Grund, warum wir es so eingestellt haben. Ich kenne zwar den Grund nicht, aber hey. Das ist ja nicht weiter schlimm. So, hier unten, die erste Reihe war auch richtig, ne? Ja, genau, okay, die fängt erst da oben an. Aha, da haben wir ja komische Konstruktion gebaut. Ich meine, sieht geil aus, aber trotzdem komisch. Sehr interessant. Sehr interessant. Gut. Danke. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir von oben anfangen, ne? Können wir nämlich von oben einfach gegenbauen. Gut, hier kommen wir nicht rauf. Verdammt. Verdammt! Ach, leck mich doch. Danke. So. Bam, bam, bam. Kommen wir da ran? Haha. So, dann müsste die nächste jetzt auf der Ebene sein. So, und da kommen jetzt nämlich die Dinger ran. Easy. Ich glaube, da hatten wir uns damals schwieriger angestellt. Was mir gerade übrigens einfällt, ich glaube, wir haben ein kleines Problem.
Denn dadurch, dass das Ganze hier viel breiter wird, haut das Muster gar nicht mehr hin. Ja, das ist jetzt bekloppt. Weil das Ding hier hat ja Vierer. Das heißt, dieses Muster wird und dann sinnvoll erweitert, wenn wir es um 5 erweitern. Aber das macht halt von der restlichen Architektur überhaupt keinen Sinn. Das heißt, das Muster wird kacke werden. Weil, ne, wir haben jetzt hier in die Mitte und haben immer hier 4 und da 4. Wenn wir das Ding aber um 4 erweitern, haben wir jetzt hier 8 und dann dort 8. Da kriegen wir kein sinnvolles Muster hin. Weil sinnvolles Muster kriegen wir nur mit einer ungeraden Zahl hin, wenn wir hier noch eine Zwischenstrebe einfügen. Andererseits muss das Ding, also, das ist ja nicht tragend, ne? Die Dinger hier oben, die sind ja schwebend. Das heißt, diese Säule trägt die obere Konstruktion, ne? Hier wird, leck mich, hier werden die Dinger aber durch die hintere Wand gehalten. Das heißt, wenn die Dinger ein bisschen länger sind, ist das ja per se nicht schlimm. Da muss ja, ne, die sind ja nicht selbsttragend, sondern die werden hier durchgehalten. Weil die quasi hier gegengebaut sind. Das heißt, dann machen wir die Dinger wirklich einfach 8 breit. Dann ist es halt so. Ja. Weil was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Sehr geil. Vor allen Dingen auch die Stelzen hier können stehen bleiben. Wir müssen einfach nur hier noch zwei weitere Stelzen und dann dort hinten zwei weitere Stelzen hinbauen. Sehr praktisch. Nur halt die HV-Leitung. Die müssen wir dann wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die da unten splitten und dann da hochgehen und dort hochgehen. Oder ob wir hier einfach hier oben splitten und dann einfach der eine nach links und der andere nach rechts weggeht. Wobei das schon echt hässlich aussieht. Ich glaube, wir splitten unten einfach und gehen dann unten nach, einmal nach links, einmal nach rechts weg. Beziehungsweise, wir gehen ja hier bereits nach links weg. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir denn hier rauskommen. Ja, wird sich denn zeigen. Ja, okay, also die erste Seite ist schon fast fertig, ne? Cool. 1, 2, 3, 4. Da oben. Okay, dann gehen wir so nochmal ran. Das haben wir jetzt hier natürlich. Ne, kommen wir da unten ran? Ne, ne. Ne, da kommen wir nicht ran. Scheiße. Da müssen wir uns direkt mal kurz klassisch hochbauen. Denn hier müssen auch noch zwei rein. Ja. So, jetzt müssen die Dinger hier bloß noch verbreitert werden. Entsprechend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dit. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ja, ist doch gar. Gut, da hinten sieht es ein bisschen hässlich aus, aber gut, ist nicht so schlimm. Da ist ja auch eine Lücke. Das war also auch schon vorher so baubedingt. Ja, sieht doch geil aus. Alter, der wird der Raum riesig. Holy shit, der Raum wird so riesig. Kacke wird der riesig. Der wird der Kacke riesig. Und auch kacke dunkel. Lol. Gut, der setzt da erstmal wieder temporär ein paar Fackeln auf. Aber wie gesagt, wir müssen der Ding hier irgendwann mal richtig ausleuchten, weil das kann es ja so keinem anbieten.
Egal. Ist ausgeleuchtet genug? Ja, doch, ist ausgeleuchtet genug. Ja, und irgendwann müssen wir mal unser gesamtes Komplex hier, also unsere gesamte Anlage, mal da oben mit diesen Mesokonlampen nachrüsten. Weil das ist ja. Labert du? Wie kann man den Namen so oft falsch schreiben, wenn er genau da steht? Also, das heißt Adi, so wie es da steht. Oh Mann, Alter. Sehr geil. Gut, ja, das soll es mit der Folge gestern gewesen sein. Mal gucken, nächste Folge, wenn wir dann die Seite in Angriff nehmen. Ich glaube zwar nicht, dass wir damit direkt fertig werden, aber hey, ich meine, jetzt wissen wir zumindest, wie es geht. Ja, ehrlich gesagt gar nicht, aber hey, das muss keiner wissen. Ja. Gut, dann sehen wir uns genau dann wieder. Bis dann.